Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion Day 2 im Ranglistenmodus. Der Teammate hat also schon Fiesta genommen. Könnten wir jetzt gut mit Champion gehen oder mit Kingsguard? Nehmen Champion. Ist keine schlechte Idee. Welcome to Nova. Pyro am Start. Das ist super. Die brauche ich nicht. Den Baum könnte ich noch mitnehmen. Hätte ich 4 AOE auf jeden Fall. Mache ich. Dann machen wir wieder das Ding, dass wir die in die Mitte stellen. Zack. Champion. Upgrade rein. Und Worker. So machen wir's. Okay, ein Albtraum und eine Wurzelqualle. Okay, ist kein guter Fiesta-Start. Hast du Wave schon fett gehalten? Das könnte auch Fiesta sein. Hat aber gehalten. Okay, Schnecke rausgehauen, zwei. Ist gar nicht schlecht. Wenn der wirklich Fiesta hat, dann verkackt er ordentlich. Auch wenn er jetzt nichts bauen würde, würde er auch ordentlich verkacken. Mal weiter King Upgrades. Jetzt hat er einen Champion Buff drauf gemacht. Okay, hat er gerade noch nicht. Mal hier drüben. Ah, das scheint zu halten. Er hat 5 durchgelassen. Gegen den Albtraum müssen wir was tun. Ich wahrscheinlich auch fünfmal was rein. Mache ich jetzt mal noch ein King Upgrade und dann sammle ich auch die 5. Mal noch aus. Das ist Chloropixie, okay. Der könnte auf Sakura Blume gehen. Der könnte aber auch mit Fiesta diesen endlosen Mythium-Bild machen. Dass er ganz viele von den Chloropixies baut. Um dick zu schicken. Wir bauen hier mal einen Baum hin. Mit dem will ich dann den Regenerationsbaum draus machen, damit ich den Bananabank dahinter platzieren kann. Das ist der Plan. Gut, hauen wir mit rein. Auf 15 vielleicht sogar was reißen. Wobei Champion natürlich schon sehr stark ist auf dem Albtraum, genau wie auf dem Pyro.
Wird wahrscheinlich auch Autosendern haben, dann King-Upgrades machen. Ja, wobei, die könnt ihr auch an die Seite packen. Die haben dann genug Reichweite, die Zeus. Hauen noch eine Echse rein. Jetzt hat er noch einen Metzger gebaut. Metzger-Albtraum ist auch eine gute Kombo. Aber der große Skorpion lebt noch, also komme ich hundertprozentig durch. Könnte sogar noch halten. Ja, auch. Zack. Ein kleiner Lied, den nimmt man mit. Kann man auch nichts falsch machen. Zeus am Start. Nächsten Waves gehe ich wieder auf den King. Und dort. Drei Schnecken reingeknallt. Ja, ich habe auf jeden Fall genug Geld für meinen Dreifachbogenschützen. Das war mir wichtig. Jetzt werde ich noch King-Upgrades machen erstmal. Weil die kann man gut gebrauchen. Geht nur eins? Ja. Ganz entspannt. Locker bauen. Ich habe ordentlich was geschickt bekommen. Wird er wohl nicht halten. Ja, das hält er auch nicht. Also ich glaube, so in letzter Zeit ist Fiesta auch sehr beliebt, muss ich sagen. Kommt mir zumindest so vor. Bauen wir noch den zweiten hin. Können wir schon mal einen für den nächsten Pyro hinstellen. Den brauche ich auf jeden Fall nach der 10. Ich werde in die nächste Runde was reinschicken. Wir hatten Mudman. Ein Mudman und ein Metzger. Maulwurf ist aber nicht schlecht auf diesen frühen Waves. Kann man mit denen echt viel machen. Mal gucken, ob ich dann vielleicht noch Robo reinknalle für den Metzger und den Mudman.
Macht wahrscheinlich Sinn. Robo mit rein. Hat mal der eine Story gekommen, sehr gut. So, wir wollen mehr Aufprallschaden. Ich werde den mal upgraden. Einfach damit ich meine Frontline noch ein bisschen verstärke. Weil mit dem einen Pyro, wenn der Baum kackt halt schnell ab und dann ist der Pyro schnell dran und das will ich nicht. Der hat den Metzger verbessert, oder? Ja, ist schon der Chefkoch. Die können wir nicht verbessern, wir können noch einen platzieren. Genauso wie noch ein Bazooka. Machen wir die Upgrades rein. Weil aktuell ist er schon noch zu stark. Da sind die Wellen noch zu schwach gewesen. Sonst hätte ich da was reißen können. Warten wir erstmal, was passiert. Mach auch King Upgrades und schicke so kleinen Kram mit rein. Ich muss sagen, er hat schon 20 Worker und bei ihm wird das wahrscheinlich auch so aussehen. Würden mir Riesenschnecken was bringen. Ja, Riesenschnecken würden mir was bringen. Hm, schon voll. Na gut, wir könnten auf 13 gehen vielleicht. Was sammeln wir so lange? Gehen auf 13. Oh, das wird problematisch. Die Schnecken haben ganz schön viel ausgehalten. Das schaffe ich nicht. Ah, wenigstens nur zwei. Damit kann ich leben. Ach, wegen fünf Piepen, ey. Ich glaub's nicht. Wenn ich das Skelett da hinsetze, teilt sich die Rave wieder ein bisschen auf. Das will ich überhaupt nicht. Da verzichte ich lieber drauf. Okay, wieder die Riesenschnecke reingeschickt. Er hat ein bisschen. Oh, Fürst des Todes. Kacke, und ich habe die Riesenschnecken. Soll's rein damit. Pack wieder rein. So. Das
Den werden wir upgraden. Nee, ich glaube, ich baue lieber noch zwei neue. Gucken wir mal. Der hält natürlich ordentlich aus mit Champion und weil er sich regenerieren kann. Aber das sieht gut aus. Ah. Den konnte ich leider nicht noch down kriegen. Ärgerlich mit 50 Leben. Mal ein paar Worker aufbauen. Das ist wichtig, dass ich Worker aufbaue. Da ist mir schon 10 voraus. Sein Kämpfer war es aber auch über meinem. Klar, auch die ganze Zeit geschickt. Jede Runde. Dass viele Worker hat und viel Gold, ist klar. Deswegen kriege ich auch hier die 300er Schellen ab. Wie immer, der sendet jede Runde und ich verkacke. Ist nichts Neues. Ist immer so. Aber ich habe da keinen Bock mitzuschicken die ganze Zeit, jede Runde. Macht gar keinen Sinn. Was soll das denn? Warum soll ich den? Also der Vorschlag ist totaler Müll. Ja, natürlich Verteidigung. Warum soll ich den hier bauen? Macht gar keinen Sinn. Vielleicht weil es ein Tank ist, wer weiß. Okay, hier drüben wird gekloppt. Ja, die gehen auf den Hades, das ist schon mal gut. Also ich komme durch. Und ich kann natürlich nicht halten. Da liege ich zu weit zurück. Ja, aber hier sind beide großen Thaddeus durch, mit Schamane und Voreis. Ja, bei mir nur der große Thaddeus und ein kleiner. Ja, können wir machen. So, die aufzuwerten ist auch wichtig. Die brauche ich jetzt. Bäume brauche ich nicht mehr. Das können wir theoretisch noch mitnehmen, aber eigentlich nicht. Eigentlich habe ich Pyros. Sollte reichen.
Mann, die Riesenstänke sind immer noch drin. Da hat auch jede Runde volle Bude geschickt. Ich will den Frontbender verstärken. Die ist zu schnell down. Also läuft schon besser. Ich habe sogar gehalten, sehr schön. Das schaffe ich nicht. Ja, ist ganz schön weit runter. Da können wir auf jeden Fall was machen. Den werte ich auf. Zack. War sogar eine Mission. Nehme ich mit. Oh. Die Mann, das sind aber richtig stark mit den, mit dem Leviathan. Okay, also mehrere Leviathane können anscheinend auch die Buffs mit verteilen. Also es ist nicht einmalig. Das ist krass. Ja, ich muss gleich kurz überlegen. Feuer ist drin, Dreieinigkeit ist drin. Aufprall kommt, ein bisschen Stich wäre nicht schlecht. Stichler mit rein. Hauen wir die Riesenstecken noch raus, wenn ich sie schon mal habe. Ich habe zwar mehr, aber dafür habe ich auch 3 Runden gesammelt. Ja, ich bin raus. Der ist durch. Der auch. Und er hält, sehr schön. Das könnte wesentlich einfacher sein, wenn ich mal Teammates kriege, die nicht jede Runde senden. Dann würde es mir auch besser gehen. Victory. Naja, das war ein weiterer Legion. Ich bin sogar MVP. Ich bin sogar MVP, obwohl er von den meisten Sachen mehr hatte. Ich habe nur 2 mehr. Das war ein weiterer Legion. Schaut euch gerne mal an, wie es vorbei ist. Like ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, einen schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.